Einen Wunder. Schönen guten Morlock. Es ist sehr spät. Das ist mir bewusst. Trotzdem mache ich mir noch was zu essen. Guten Morlock. Sternzeit. Naja, Sternzeit nicht. Nennen wir es Eoszeit. Also reale Zeit. 22:47 Uhr. 12. November. Dienstag 2024. Vielleicht werde ich das jetzt immer erwähnen. Ich weiß nicht, neben dem Morlock ist es vielleicht auch angebracht. Weiß ich nicht. Egal. Es gibt Barilla-Nudeln. Mache ich mir aber nicht alle, weil ich das wahrscheinlich nicht schaffen werde. Und noch eine Runde Kalmar-Mischung mit Miesmuscheln und Garnelen. Ich hatte erst gedacht, das sind nur Miesmuscheln, habe nicht drauf geguckt, zwei Packungen genommen, dann hatte ich die. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Dann essen wir halt heute noch ein bisschen Kalmar. Ich weiß genau, zumindest beim letzten Kalmar, der geht durch. Hoffen wir das Beste, wie auch immer das auffasst. Das werden wir jetzt irgendwie kombinieren. Weiß nicht, ob ich da irgendwie eine Soße draus zaubern kann. Oder mir fällt was ein. Schauen wir mal. In dem Sinne, bis dann. Ja. Also hier kocht's, die Miesmuscheln da, oh die Nudeln und hier noch ein bisschen Wildfond dazu. Das werde ich irgendwie vermischen. So, ich bin fertig mit Kochen. Ich habe die Nudeln halt gemacht. Diese Miesmuscheln mit Malkari. Dann Soße. Noch Fond dazu gemacht. Wildfond passt jetzt vielleicht nicht. Ja klar, Wildfond zu Fischzeugs ist ja auch Bockwurst. Zeig's euch mal, wie es jetzt letztendlich aussieht. Da haben wir hier die Miesmuscheln, Kalmari und die Nudeln. Das habe ich jetzt zusammengewürfelt, gezaubert. Könnt ihr euch schon mal angucken im View. Das ist ja richtig ein Schmackofatz. Ja, ist Ansichtssache, aber ja, Schmackofatz. Nennen wir es Schmackofatz und werden es jetzt uns, ja, wie haben wir es so einverleiben? Können wir das sagen? Einverleiben? Natürlich erstmal, die Nudeln sind ja noch ein bisschen schon noch verklebt. Ein bisschen, die habe ich ja halt frisch rausgemacht, die kann man auch jetzt schnell lockern, die sind ja noch nicht so lange hier. Im Einklang mit sich selbst, sprich verdickt. Die sind jetzt, wie nennt sich das? Oh, Junge, das Wort. Die sind, Junge, verdichtet. Irgend sowas wollte ich sagen in der Richtung. Fast dasselbe. Na, das Wort finde ich trotzdem nicht. Verdichtet. Sie sind komprimiert. Vielleicht das. Gab es noch was? Na egal. So. Haben wir das jetzt ein bisschen vermischt. Ein bisschen Kalmari und Miesmuscheln drauf. Da haben wir jetzt eine feine Speise. Prost Mahlzeit. Ein bisschen Öl habe ich noch reingemacht vorher. Die Soße kam erst ein bisschen salzig vor. Na gut, allein getestet ist das Fond auch so. Ein bisschen die Richtung mit den Nudeln gepaart, die eher neutral sind. Müsst ihr euch mal merken, neutrale Dinge. Können wir, wenn ihr was Salziges habt, neutrale Dinge, die halt eher weniger Geschmack haben. Da passen dann auch salzige oder, weiß nicht, wie das mit Süßen ist, auch. Aber jetzt beim Herzhaften auf jeden Fall auch ein bisschen salzigere Speisen. Die machen das neutral, damit er zu einem Geschmack. Ja. Ich muss sagen, ist mir ganz gut gelungen. Die Soße hätte ich schon ein bisschen verdicken können, leicht, aber die ist in Ordnung. Das ist doch mal ein Bissen. Man kann immer nachsalzen, nachwürzen. Ist aber kein Muss.
Was ich gleich noch machen könnte, das fällt mir gerade so ein. Das ruft gerade. Es ruft ein bisschen. Ich zeige es euch gleich. Ich werde es noch ein bisschen mit meinem Paprikasalz-Pfeffer ein bisschen erlösen, wollte ich schon sagen. Das Salz, so, ja, eine kleine Menge. Ein bisschen verteilen. Das habe ich jetzt so ein paar Prisen oder zwei, drei Prisen sind das. Die kann man jetzt so hier drüber verstreuen. Zwei, drei Prisen, die werden dann noch verrührt. Ein bisschen verrührt. Das andere wird jetzt auch noch verrührt. Kann man das so jetzt über Wett anziehen? Bitte Pfeffer ist mir jetzt auf jeden Fall noch genehm. Das sind jetzt Dinge, die mir so spontan eingefallen sind, die sagen, der Geschmack sagte, muss. Und dann noch natürlich mein neues geröstetes Paprika. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Das kommt manchmal ein bisschen dick. Macht nichts. So. Muss man nicht übertreiben. Ist das bald alles? Ah, so schnell geht das nicht. Auch ein bisschen verrühren. Smoked Paprika, wie das heißt so. Smoked. Jetzt haben wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer und das Paprika drin. Wenn ihr die Produkte alle nachbekommt irgendwoher, dann herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Nachmachen. Jetzt hat es schon eine rauchigere Note. Natürlich könnte man immer noch ein bisschen Salz. Mache ich aber nicht. Weil es reicht. Das Salzherz sollte nicht überstrapaziert werden. Kann aber kein. Ich habe übrigens ein Stück Kalmar. Ja, kann man machen. Ist halt ein bisschen gummiartig. Das Teil ist schon durch, aber geht noch durch, immer. Okay. Dieses rauchige Paprika hat auch eine leichte Schärfe, aber nicht sehr viel. 0,9 von 10 Schärfepunkten. Also nicht viel. Aber sie ist da und das mag ich. Gibt eine Paprika, bei dem wusste ich ja nicht, aber da gibt es auch scharfe Paprika, wo man es weiß. Manche Paprika ist auch neutral. Paprika. Okay. Ich gebe mir 8,5 EOS-Punkte. Wollen wir nicht zu hoch ansetzen, weil man kann es immer perfektionieren. Aber ist okay. Ist okay bis sehr gut. So. Würde ich das Leuten im Restaurant anbieten? Definitiv ja. Ich würde gerne mal die Resonanz meiner Speisen wissen von echten Menschen. Ich meine, ich bin ein echter Mensch, aber ich bin ja der Verursacher dieser Kreation. In dem Fall würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Das war meine Meeresfrüchte-Nudel-Spezialität aus dem Hause EOS. Mit kreativen Gewürzen, die nicht wirklich kreativ sind, aber trotzdem kreativ. Alles ist relativ. Lieber Albert Einstein, aber über die Lichtgeschwindigkeit müssen wir nochmal diskutieren. Ansonsten hat er recht. Guten Morgen.